Wir befinden uns im Nordosten Japans, einer Region, in der etwa 7000 Menschen an der Dekontaminierung des radioaktiv hochkontaminierten Bodens arbeiten. Die Region heißt Fukushima. Hier wurde das Leben innerhalb eines Tages durch eine infernalische Kettenreaktion völlig auf den Kopf gestellt. Zunächst durch ein Erdbeben, dann einen Tsunami und schließlich einen Unfall, der ein Atomkraftwerk in eine riesige Bombe verwandelte. Japan wurde von Erdstößen erschüttert. Ein Atomkraftwerk ist in Gefahr. Es könnte zu einer Kettenreaktion kommen. Die Augen der Welt richten sich auf Japan. Es wird befürchtet, dass beschädigte Reaktoren ganz Japan gefährden könnten. Der Lärm war ohrenbetäubend. Wir schauten einander an und fragten uns, was gerade geschehen war. In den Städten herrschte Panik. Niemand konnte glauben, was dort geschah. Wie ist es möglich, dass dieses Land, das als Sinnbild für Modernität und Technologie gilt, am 11. März 2011 in ein solches Katastrophenszenario geriet? Wie konnten die Sicherheitssysteme des Kernkraftwerks eins nach dem anderen versagen? Wenn sich im Reaktorsicherheitsbehälter Dampf staut, kann der entstehende Druck zur Explosion des Behälters führen. Wie konnte mangelnde Organisation diese Katastrophe herbeiführen? Es wurde ihnen klar, dass die zur Verfügung stehenden Stromkabel nicht lang genug waren, um den Strom wieder anzuschließen. Dank zahlreicher Zeugenaussagen von Überlebenden ist es uns gelungen, die genauen Vorgänge innerhalb des Kernkraftwerks zu rekapitulieren. Die Welt wurde auf den Kopf gestellt. Etwas tief in mir sagte mir, dass wir nicht hierher zurückkehren. Experten und Wissenschaftler werden uns von jenen Tagen berichten, als Teile Japans beinahe zerstört wurden. Freitag, der 11. März 2011 in Japan. Ein ganz normaler Tag für 127 Millionen Japaner. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Doch plötzlich, um 14.46 Uhr, erschüttern minutenlange Erdstöße die Inselgruppe. Zu jenem Zeitpunkt ist es noch niemandem bewusst, doch Japan wird in diesem Moment vom schwersten Erdbeben seiner Geschichte heimgesucht. Das Erdbeben von Fukushima erreichte eine Stärke von 9. Das entspricht etwa den beiden Atombomben, die während des Zweiten Weltkriegs abgeworfen wurden. Die Bombe von Hiroshima hatte eine Stärke von 5 und Stärke 9 ist 10.000 Mal stärker. Ganz Japan wurde dabei in Angst und Schrecken versetzt. Vor allem die 37 Millionen Menschen in Tokio angesichts der schwankenden Wolkenkratzer. Das Ganze fing recht harmlos an. Man hatte zunächst den Eindruck, dass es sich um einen leichten Erdstoß handelte. Doch es wurde immer stärker und dauerte lange an. Es waren schwere und lang andauernde Erdstöße. Ich dachte damals wirklich, dass die U-Bahn-Station einstürzen und uns unter sich begraben würde. Das Erdbeben dauert 2,5 Minuten, gefolgt von zahlreichen Nachbeben. Doch obwohl diese Aufnahmen beeindruckend wirken, ist dies nicht die am stärksten betroffene Gegend. Das Epizentrum befindet sich 380 Kilometer nordöstlich der japanischen Küste. Die Region Fukushima trifft es mit am schwersten. Wie auch andere Menschen dort, glaubt Keiko Takahashi, dass das Beben ihr Ende bedeutet. Ich war barfuß unterwegs und hielt mich an einem Baum fest, denn ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte schreckliche Angst und fragte mich, ob dies das Ende der Welt sei. Dabei ist Japan an Erdbeben gewöhnt. Die Inselgruppe liegt auf drei tektonischen Platten, die sich in ständiger Bewegung befinden und eine stete Gefahr darstellen.
Es gibt einerseits die eurasische Kontinentalplatte, die relativ leicht und stabil ist. Und dann ist da noch die pazifische Platte. Diese Ozeanplatte ist sehr dicht und schwer und drückt nach unten. Erdbeben entstehen im Grunde durch die Reibung zwischen diesen beiden Platten. Dabei entstehen enorme Kräfte. Wie in Tokio ist die Infrastruktur im ganzen Land betroffen. Aber noch kann sich niemand vorstellen, welche Konsequenzen dieses Erdbeben nach sich ziehen wird. Obwohl die störungsanfälligsten Einrichtungen mit effizienten Anti-Erdbebensystemen ausgestattet sind, sind die Wissenschaftler besorgt. Besonders im Hinblick auf die 54 Kernkraftwerke des Landes. Sollte einer der Reaktoren entlang der Küste betroffen sein, wären die Folgen wohl möglich katastrophal. Die Aufmerksamkeit der Behörden richtet sich vor allem auf das Kraftwerk bei Fukushima. Es handelt sich dabei um kein gewöhnliches Atomkraftwerk. Fukushima Daiichi liefert 10% des Stroms in Japan. Fukushima bestand aus 6 Reaktoren, von denen zu jenem Zeitpunkt 3 in Betrieb waren. Zur Zeit des Erdbebens sind 3 der 6 Reaktoren von Fukushima Daiichi in Betrieb. Sind sie beschädigt worden? Die Sicherheitssysteme hätten jedenfalls in einem solchen Fall in Kraft treten müssen. Japan befindet sich in einem Erdbebengebiet. Daher müssen Atomkraftwerke erdbebensicher gebaut werden. Aber wenn man von Erdbeben sicher spricht, stellt sich die Frage, bis zu welchem Grad das gilt. Hideki Yagi ist mit diesem Thema vertraut. Er arbeitet für TEPCO, der Betreiberfirma des Kernkraftwerks. Wenn ein schweres Erdbeben einsetzt, gibt es ein System namens Scrum, das das Kraftwerk ausschaltet. Fukushima Daiichi verfügt über ein solches Abschaltsystem. In einem Kernkraftwerk werden Uranstäbe ins Wasser eingelassen, wobei Wärme erzeugt wird. Diese Wärme produziert dann elektrischen Strom. Bei einem Erdbeben erfassen Sensoren die Erdbewegung, woraufhin Stäbe aus den Reaktoren gehoben werden, um die Reaktion zu unterbinden. Dies ist das sogenannte Scrum-System. Die Kettenreaktion wird gestoppt, aber es gibt einen Haken. Die Flüssigkeit im Reaktor muss gekühlt werden, denn er gibt weiterhin viel Wärme ab. Und für die Kühlung braucht man Wasser und elektrischen Strom. Durch das Erdbeben wird das Stromnetz in der Region unterbrochen. Das Kraftwerk muss sich daher selbst versorgen, was durch Dieselgeneratoren geschehen soll. So können die Reaktoren gekühlt werden. Die Reaktoren funktionierten wie vorgesehen. Die Sicherheitssysteme griffen ein. TEPCO meldet, dass die Situation unter Kontrolle sei. Doch niemand weiß zu dem Zeitpunkt, dass noch ein bedrohlicheres Ereignis direkt bevorsteht. Um 15 Uhr, 13 Minuten nach den ersten Erdstößen, unterbrechen alle Fernsehstationen ihr Programm. Die Lage ist noch schlimmer als erwartet. Wir erwarten eine 3 Meter hohe Welle. Es handelt sich um einen Tsunami. Bringen Sie sich sofort in Sicherheit. Please evacuate right now. Während des Erdbebens hat sich eine enorme Menge Wasser angestaut. Von ihren Hubschraubern aus erkennen Reporter, dass die Welle nicht etwa 3, sondern 10 Meter hoch ist. Und diese Monsterwelle rast auf die japanische Küste zu. Futaba, eine kleine Küstenstadt, ist eine der ersten Gemeinden, die davon betroffen ist. Der Bürgermeister heißt Katsutaka Idogawa. Während die Sekunden verstreichen, wird ihm bewusst, dass er noch nie mit einer solchen Situation konfrontiert war. Man warnte uns in Futaba vor einem großen Tsunami. Wir hatten zuvor nur mit Wellen von bis zu 6 Metern Höhe zu tun gehabt. Die Vorhersage sprach von etwa 3 Metern und ich stellte mich innerlich auf 6 Meter ein. Doch am Ende hieß es, dass wir mit einer über 10 Meter hohen Welle rechnen mussten.
Man kann sich eine solche Welle nur schwer vorstellen. Sie ist etwa so hoch wie ein dreistöckiges Gebäude und bewegt sich doppelt so schnell wie eine normale Welle, mit ca. 200 Stundenkilometern. Innerhalb weniger Sekunden rast sie auf das Festland zu und zerstört alles, was ihr im Weg ist. In jenem Moment sitzt der Journalist David McNeil gerade vor dem Fernseher und wird Zeuge der Katastrophe. In jenem Augenblick wurde mir bewusst, dass es nun nicht mehr nur um ein Erdbeben ging. Wenn ein Tsunami auf eine Küstenregion trifft, richtet er dort enorme, ja fatale Schäden an. Im Gegensatz zu Tokio sind die Gebäude dort nicht auf eine solche zerstörerische Naturkatastrophe ausgerichtet. Die Einwohner der Stadt sind machtlos. Und die Welle ist teilweise noch weitaus höher als befürchtet. Sie macht an den Küsten nicht Halt, sondern rast bis zu 10 Kilometer weit ins Landesinnere und zerstört ein Haus nach dem anderen. Durch den Tsunami entstehen Brände. Ganze Häuser brannten nieder. Ich hoffe, dass ich so etwas Schreckliches nie wieder sehen muss. Doch es stellt sich auch die Frage, hat das Kernkraftwerk von Fukushima der Flutwelle widerstanden? Den Behörden stockt der Atem, als sie Amateurvideoaufnahmen sehen. Hier mitten im Bild erkennt man die riesige Welle, die über das Kraftwerk hinwegrollt. Nach dem Erdbeben und dem Tsunami muss man nun auch noch eine Atomkatastrophe fürchten. Das Kernkraftwerk stand 15 Meter tief unter Wasser. Die Reaktorbehälter waren beschädigt worden, aber vor allem standen die Dieselgeneratoren unter Wasser, wodurch es auf der Anlage keinen elektrischen Strom mehr gab. Ohne den Strom der Notfallgeneratoren ist eine Kühlung und Kontrolle der Reaktoren unmöglich. Es gibt nicht einmal mehr Licht auf der Anlage. Viele der Sensoren, die den Status der Anlage anzeigen sollten, den Druck, die Temperaturen im Reaktor, waren außer Betrieb. Daher konnte man den Zustand der Reaktoren nicht einschätzen. Niemand wusste, was dort vor sich ging. Die Behörden fürchten eine Katastrophe. Die drei ungekühlten Reaktoren könnten sich aufheizen und schließlich explodieren. Radioaktives Material könnte so ausgestoßen werden. Aktuell ist Reaktor 1, ein älteres Modell, der größte Gefahrenpunkt. Wenn sich im Reaktorsicherheitsbehälter Dampf staut, kann der entstehende Druck zur Explosion des Behälters führen. Den Ingenieuren ist bewusst, dass bei einer Kernschmelze und Explosion der Reaktoren die gesamte Region verstrahlt werden kann. Zu jenem Zeitpunkt richtet sich in Fukushima die gesamte Aufmerksamkeit auf die Kondensatoren. Dieses System funktioniert ohne elektrischen Strom. Der Wasserdampf aus dem Reaktor wird aufgefangen und durch Behälter mit kaltem Wasser geleitet. Dadurch kondensiert der Dampf zu Wasser, das wieder in den Kühlkreislauf des Reaktors geleitet wird. Das System ist sehr durchdacht. Es ist ein in sich geschlossener Kühlkreislauf. Dadurch gewann man ein wenig Zeit, aber es war keine langfristige Lösung. Man musste das Kraftwerk wieder mit elektrischem Strom versorgen. Doch das Kondensatorkühlsystem funktioniert nur 8 Stunden lang. Wenn die Anlage bis dahin nicht wieder mit Strom versorgt wird, ist eine Katastrophe unausweichlich. Tokio, 16.46 Uhr. 2 Stunden nach dem Erdbeben verschlechtert sich die Situation weiter. Nachdem die Betreiberfirma eine Warnung ausgegeben hat, ruft die japanische Regierung durch ihren Premierminister zum ersten Mal in der Geschichte des Landes den Notstand aus.
Fukushima ist lediglich 250 Kilometer von Tokio mit seinen gut 37 Millionen Einwohnern entfernt. Man muss um jeden Preis eine Evakuierung oder zumindest eine um sich greifende Panik vermeiden. Angesichts der vorherrschenden Winde könnte sich die Evakuierungszone auf 250 Kilometer und somit bis nach Tokio ausweiten. Die wildesten Theorien entstehen. Wenn alle Kraftwerke an der Küste explodieren würden, träte eine enorme Menge an Radioaktivität aus. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Alle Hoffnungen ruhen zu diesem Zeitpunkt auf zwei Lastwagen mit Elektrogeneratoren. Mit ihrer Hilfe könnte man die Reaktoren wieder kontrollieren. Aber man ist auf einen solchen Notfall nicht vorbereitet. Katastrophale Folgen drohen. Es brauchte eine Weile, bis die Lastwagen am Kraftwerk Fukushima Daiichi eintrafen. Doch dann stellte man fest, dass die zur Verfügung stehenden Stromkabel nicht lang genug waren, um das Kraftwerk wieder mit Strom zu versorgen. Yoshiro Abe ist Experte in Sachen Atomsicherheit. Als er im Hauptquartier eintrifft, in dem sich die Notfallteams sammeln, erkennt er den Ernst der Lage. Wir ließen die Außentür offen, als wir die zweite Tür öffneten. Und man schrie uns an: Mach die Tür zu! Da wurde mir der Ernst der Lage klar. So etwas hatte es noch nie gegeben. Der 56-jährige Yoshiro Abe macht sich sofort an die Arbeit. Wasser soll aus den Behältern gepumpt werden. Die Lastwagen mit den Generatoren sollen dann zur Kühlung tonnenweise Wasser in die Reaktorkerne pumpen. Wir wurden gebeten, mit unserem LKW zum Tank bei Reaktor 3 zu fahren. Man wollte Wasser aus diesem Tank zu den anderen Tanks pumpen. Also haben wir unsere Schläuche angeschlossen, um 40 Tonnen Kühlwasser umzuleiten. Doch Yoshiro Abe und seine Kollegen sehen sich mit einem Problem konfrontiert, das sie zwingt, ihr Vorhaben abzubrechen. Wegen der hohen Hitze hat sich der Druck im Reaktor erhöht und die Feuerwehrschläuche sind nicht stark genug, um Wasser in den Behälter zu pumpen. Sie mussten den Druck irgendwie erhöhen, um überhaupt Wasser in den erhitzten Reaktor pumpen zu können und ihn so zu kühlen. 21 Uhr. Es herrscht totales Chaos. Die Männer im Kraftwerk sind verzweifelt und die Situation ist zunehmend kritisch. Noch nie stand ein derartiger Atomunfall unmittelbar bevor. Nachdem die Notfallgeneratoren ausgefallen waren, gab es keine Instrumente mehr, die uns den Zustand der Brennstäbe im Reaktor anzeigen konnten. Man beschließt, eine Evakuierung einzuleiten. Jeder im Umkreis von 3 Kilometern um das Kraftwerk muss das Gebiet unverzüglich verlassen. Doch dies ist nur der Anfang. Tag 2, 6.14 Uhr. Premierminister Naoto Kan besucht mit dem Leiter des Büros für atomare Sicherheit, Haruki Madarame, das Gelände. Während des Hubschrauberflugs erhält der Premierminister einen Lagebericht. Er fragte, ob eine Explosion wahrscheinlich sei. Und Herr Madarame antwortete, dass es nicht zu befürchten gäbe, denn der Reaktorsicherheitsbehälter sei lediglich mit Stickstoff gefüllt, also mit einem nicht brennbaren Gas.
Er versicherte dem Premierminister, dass die Reaktoren nicht explodieren könnten. Zur gleichen Zeit müssen die Ingenieure im Kraftwerk hilflos zusehen, wie der Druck in Reaktor 1 weiter ansteigt. Wenn der Druck nicht verringert werden kann, wird die Schutzhülle bersten und hochradioaktives Material freisetzen. Es bleibt keine andere Wahl. Sie müssen die Ventile im oberen Teil des Reaktors öffnen, obwohl ihnen klar ist, welche gravierenden Konsequenzen dieses Vorgehen hat: den Austritt radioaktiven Gases. Es war eine schwierige Entscheidung, gefährliche radioaktive Partikel in der Nähe bewohnter Gebiete freizusetzen. Doch angesichts der kritischen Lage war dies die einzige verbleibende Lösung. Wie diese Bilder aus dem Inneren des Kraftwerks zeigen, war es den Ingenieuren ohne elektrischen Strom nicht möglich, die Ventile ferngesteuert zu öffnen. Es bleibt nur eine Möglichkeit, doch die ist höchst gefährlich. Sieben Uhr morgens. Im Kraftwerk von Fukushima bereiten die Ingenieure und Arbeiter eine riskante Mission vor. Die Ventile müssen manuell geöffnet werden. Ein Versuch, auf diese Art Druck aus einem Reaktor zu lassen, ist noch nie unternommen worden. Niemand vor Ort wusste, wie man diese Ventile von Hand öffnen konnte. Daher zog man entsprechende Baupläne zu Rate. Während einer solchen Mission ist man möglicherweise tödlichen Dosen von Radioaktivität ausgesetzt. Doch dies hindert die Arbeiter nicht an ihrem Vorhaben. Es handelte sich quasi um ein Himmelfahrtskommando. Die Mission war lebensgefährlich. Zunächst meldete sich niemand freiwillig. Doch als die beiden ältesten Mitarbeiter sich bereit erklärten, gab es auf einmal eine ganze Menge weiterer Freiwilliger. Nachdem es nun doch so viele Freiwillige gibt, bildet man zwei Teams, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Jedem Team bleiben am Einsatzort genau 17 Minuten, um das Ventil zu öffnen. Jede Minute mehr erhöht die Gefahr einer tödlichen Strahlendosis. Das erste Team, ausgerüstet mit luftdichten Schutzanzügen und Sauerstoffflaschen, verlässt das sichere Hauptquartier. Doch das Erdbeben und der Tsunami haben dazu geführt, dass der Weg durch Trümmer versperrt ist. Es gelingt den Technikern daher nicht, in die Nähe des Ventils zu gelangen. Sofort wird das zweite Team auf einem anderen Weg losgeschickt. Sie folgten einem langen, überschwemmten Gang, der zum Reaktor führte. Sie warteten zwischen toten Fischen, die durch den Tsunami ins Innere gelangt waren. Im Schein ihrer Taschenlampen erreichten sie schließlich den Reaktor. Sie öffneten die Zugangstür und schlossen sie hinter sich. Sie wechselten vom Land der Lebenden ins Land der Toten, in das dunkle Herz des Reaktors. Nun mussten sie nur noch das Ventil öffnen. Wenn sie aufgrund der Radioaktivität davor ihr Leben verloren, bedeutete dies auch das Ende Japans. Doch Team 2 erreicht das Ventil und macht sich an die Arbeit. Es scheint wie eine Befreiung. Er rief: "Ich öffne!" Und im Bruchteil einer Sekunde sahen sie, wie die Temperatur sank. Er umarmte seinen Kollegen und schrie ihn an: "Schau mal, 25 Grad!" Das Öffnen dieses Ventils hatte Japan gerettet.
Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Das Öffnen des Ventils hat zwar den Druck gesenkt, aber es gelangt auch radioaktiver Dampf nach außen. Und man wusste nicht genau, wohin dieser zieht. Zudem erhitzt sich der ungekühlte Brennstab weiter. Noch wissen die Ingenieure nicht, dass in Kürze eine unkontrollierbare Reaktion stattfinden wird. Auch in Tokio herrscht große Angst. Waren die Rettungsaktionen erfolgreich? Die Menschen beginnen, die Stadt zu verlassen. Touristen von außerhalb wird geraten, das Land zu verlassen. Doch was geschieht wirklich in Fukushima? Der Journalist David McNeil beschließt, zum Kraftwerk zu fahren, um mehr zu erfahren. Ihm strömen hunderte Menschen entgegen, die aus dem Gebiet fliehen. Es kamen mir Einheimische in ihren Autos entgegen, die Schutzmasken trugen. Sie gaben mir Lichtzeichen, hielten an und riefen mir durch das heruntergelassene Fenster zu. Wohin gehen Sie? Viele hatten eigene Strahlungsmessgeräte dabei. Ich fragte sie, was für einen Wert sie gemessen hatten, und sie meinten, 60 Mikrosievert, was wirklich ein hoher Wert ist. Man sollte sich also nicht allzu lange dort aufhalten. Miyako Baba ist damals auch auf der Flucht. Sie lebt 3 Kilometer vom Kraftwerk entfernt, in der sogenannten Roten Zone, und ist aufgefordert worden, ihr Haus zu verlassen. Im Falle eines Atomunfalls befände sie sich in absoluter Lebensgefahr. Im Fernsehen wurden Warnmeldungen gezeigt. Man wies uns an, Schutzmasken, Hüte und Mäntel zu tragen. Man sollte sich schützen. In den Städten herrschte Panik. Niemand wollte glauben, was dort geschah. Ich konnte es wirklich nicht verstehen, nicht akzeptieren. Die Welt wurde auf den Kopf gestellt. Etwas tief in mir sagte mir, dass wir nie wieder hierher zurückkehren würden. Ich wusste nicht, was ich mitnehmen sollte. Es ist schwierig zu wissen, was mitnehmen bei einer Flucht. Wir beschlossen, so weit wie möglich zu fahren und dann im schlimmsten Fall das Auto zurückzulassen und mit einem Taxi weiterzufahren. Ich hatte Angst, dass uns das Benzin ausgehen könnte. Daher stellte ich an jeder Ampel den Motor ab. Ich konnte an nichts anderes denken als daran, wie weit wir mit unserem Auto kommen würden. Um körperliche Schäden durch radioaktive Strahlung zu vermeiden, ist spezielle Ausrüstung erforderlich. Ist diese nicht vorhanden, bleibt nur die Flucht. Doch während manche Menschen die Gegend verlassen, bleiben andere an Orten, an denen sie sich fälschlicherweise sicher wähnen. Und das Schlimmste steht noch bevor. Uhr. Im Kraftwerk scheint die Situation endlich unter Kontrolle zu sein. Doch tatsächlich verzögert das Ablassen des Drucks nur die unvermeidliche Katastrophe. Das Öffnen des Ventils und das Ablassen des radioaktiven Dampfs hat zwar den Druck im Reaktor gesenkt, doch da die Zerfallsreaktion nach wie vor stattfindet, erhöht sich die Temperatur im Abklingbecken weiter. Der Druck steigt. Es gibt einen Punkt, an dem eine unkontrollierbare Kettenreaktion eintreten wird. Wenn die Brennstäbe nicht mehr gekühlt werden, verdampft das Wasser und die Brennstäbe kommen mit Luft in Berührung. Früher oder später kommt es zu einer chemischen Reaktion. Im Reaktorkern beginnen die Brennelemente zu schmelzen. Das sogenannte Corium entsteht. Eine hochradioaktive Mixtur mit einer Temperatur von über 2500 Grad Celsius. Wenn das Corium abfließt, bringt es den Boden des Sicherheitsbehälters zum Schmelzen und gelangt auf den Boden des Reaktorgebäudes, welcher aus einer dicken Betonschicht besteht. Sollte sich das Corium dann durch mehrere Meter dieses Betonbodens fressen, gelangt die gesamte radioaktive Masse in die Umwelt, in den Erdboden. Corium stellt vor allem in Fukushima eine große Gefahr dar. Der Erdboden, auf dem das Kraftwerk errichtet worden ist, grenzt direkt ans Meer.
Sollte die hochradioaktive Mixtur durch den Beton gelangen, wäre dies eine Bedrohung, die weit über die Grenzen Japans hinausreichen und andere an den Pazifik grenzende Länder betreffen könnte. Doch das ist nicht alles. Bei der Entstehung von Corium wird ein Gas freigesetzt, das in Kontakt mit der Luft hochexplosiv ist: Wasserstoff. Wegen des im Sicherheitsbehälter herrschenden Drucks strömt dieser nun in den Reaktor. Dann um 15.36 Uhr. Wir hörten einen ohrenbetäubenden Knall. Das Hauptquartier war nicht weit von Reaktor 1 entfernt. Wir schauten uns an und fragten uns, was geschehen war, und gingen nach draußen, um nachzuschauen. Es gab einige Verletzte, die direkt abtransportiert wurden. Es flog etwas durch die Luft, das wie Papierfetzen oder Vogelfedern aussah. Wir hatten offenbar noch Glück gehabt. Katsutaka Idogawa, der Bürgermeister des Nachbarorts, ist Zeuge dieser apokalyptischen Szenerie. Aufgrund der Explosion war die Luft von etwas gefüllt, das an Schneeflocken erinnerte. Ich fragte mich, wie viel Strahlung wir nun wohl ausgesetzt waren und ob wir nun sterben würden. Ich war wie gelähmt. Jeder stand nur sprachlos herum. Doch dann riss ich mich zusammen, konzentrierte mich wieder auf die Evakuierung und wies die Leute an, wieder in ihre Häuser zu gehen. Kann es in Fukushima noch schlimmer kommen? Die Männer auf dem Gelände haben nicht damit gerechnet, dass Reaktor 1 explodieren wird. Doch nun befürchten alle eine Kernschmelze in den anderen beiden Reaktoren. Nachdem wie bei Reaktor 1 in den Reaktoren 2 und 3 das Kühlsystem ebenfalls nicht funktionierte, war die Möglichkeit auch gegeben, dass es dort zu Wasserstoffexplosionen kam. Ich glaube, das war jedem bewusst. Man sorgt sich nun vor allem um Reaktor 3, denn er enthielt sowohl Plutonium als auch Uran. Brennstäbe aus dieser hochgefährlichen Mischung sind als MOX- oder Mischoxid-Brennstäbe bekannt. MOX-Brennelemente enthalten auch Plutonium, das überaus gefährlich ist, wenn es in die Umwelt gelangt. Zudem ist die Schmelztemperatur von Plutonium niedriger, was die Gefahr einer Kernschmelze erhöht. Ein Atomunfall mit solchen Elementen kann überaus ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Den Männern in Fukushima bleibt keine andere Wahl. Sie müssen Reaktor 3 unter Kontrolle behalten. Doch erneut nimmt die Situation eine dramatische Wende. Es ist 4 Tage her, seit Japan von einem Tsunami heimgesucht wurde. Die Augen der Welt sind auf das Atomkraftwerk von Fukushima gerichtet. Nachdem dort der erste Reaktor explodiert ist, scheint alles möglich zu sein. Am 14. März um 11.01 Uhr geschieht das Undenkbare. In Reaktor 3 ereignet sich eine Explosion, die den oberen Teil des Gebäudes komplett aufreißt. Wie soll man reagieren? Die Teams vor Ort haben keine Antwort auf diese Frage. Und angesichts der hohen und langen Belastung schwinden ihre Kräfte. Es war Mitte März. Es war kalt, sie verfügten weder über Nahrung noch elektrischen Strom. Daher schliefen die Männer im Dunkeln auf dem Boden. Man versorgte sie mit Überlebensrationen der Armee. Es war wie im Krieg. Eine belagerte Armee, die versuchte, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Und dennoch müssen sie sich der Katastrophe stellen. Die Herausforderung für die Teams hat sich nun verdoppelt. Sie müssen nicht nur die beiden explodierten Reaktoren 1 und 3 so gut wie möglich kühlen, sondern auch alles tun, damit Reaktor 2 nicht auch noch explodiert.
und die Männer sehen sich einem weiteren Hindernis gegenüber. Die Arbeiter haben 4 Tage lang gekämpft. Nun war das Wasser für die Kühlung der Reaktoren aufgebraucht. Die einzige verbliebene Möglichkeit ist, Meerwasser aus dem Pazifik zu nutzen. Doch ein solches Vorgehen ist zuvor noch nie erprobt worden. Niemand konnte sagen, welche Folgen dies haben könnte. Dies war eine der Fragen, die der Premierminister im Krisenzentrum stellte. Dem Betriebsleiter von Fukushima sind die Hände gebunden. Doch ihm ist klar, dass er keine andere Wahl hat. In der Krisenzentrale war man gegen den Einsatz von Meerwasser, denn man meinte, die Risiken nicht abschätzen zu können. Angesichts der schwierigen Lage sagte der Betriebsleiter jedoch, es gibt keine andere Möglichkeit. Obwohl er weiß, dass die Einleitung von Meerwasser untersagt werden wird, stellt er sich, vor allem für japanische Verhältnisse, überraschenderweise gegen seine Vorgesetzten. Er betrat den Besprechungsraum, stellte sich mit dem Rücken zur Überwachungskamera und sagte, wir werden den Befehl erhalten, kein Meerwasser mehr zur Kühlung einzuleiten. Was? Was sollen wir dann machen? Das ist der Untergang Japans. Hört mir gut zu. Sobald diese Order eintrifft, werde ich sie an euch weitergeben, doch ihr werdet sie nicht ausführen. Wenn ich sage, stoppt die Zuleitung, antwortet ihr, verstanden. Wir müssen den Anschein erwecken, dass dem Befehl Folge geleistet wurde. Doch wir werden weiterhin Meerwasser zur Kühlung einleiten, okay? Ignoriert das, was in der Videokonferenz gesagt wird. Und gebt das, was ich gerade gesagt habe, an alle Teams weiter. Das Meerwasser soll die bereits zerstörten Reaktoren kühlen und dazu beitragen, dass die Temperatur in Reaktor 2 nicht weiter ansteigt und ebenfalls zu einer Explosion führt. Doch ist es dafür nicht schon zu spät? Gegen 6 Uhr morgens am 15. März hörten wir plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall. In Reaktor 2 wurde kein Druck mehr angezeigt, er war explodiert. Die denkbar schlechteste Situation war eingetreten. Man hat es für unmöglich gehalten, aber alle 3 Reaktoren sind nun explodiert. Und damit ist es noch nicht vorbei. Die Kettenreaktion läuft weiter. In Reaktor 4 befindet sich ein Abklingbecken mit alten Brennstäben. 5 Tage nachdem das Kühlsystem ausgefallen ist, hat sich die Temperatur in dem Wasser von 30 auf über 85 Grad erhöht und es beginnt langsam zu verdampfen. Das Wasser verdampfte, doch die Brennstäbe heizten sich nach wie vor auf und infolgedessen stieg die Temperatur weiter. Wir wussten nicht, wann der kritische Punkt erreicht sein würde. Doch es war uns klar, dass durch die Hitze radioaktive Partikel in die Luft gelangten, die nicht nach draußen gelangen durften. Man muss in diesem Geschäft alle Parameter im Auge behalten und auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein. Durch die diversen Zwischenfälle steigt die Radioaktivität auf dem Gelände an. Die Arbeiter sind nun enorm hohen Strahlendosen von 11.930 Mikrosievert pro Stunde ausgesetzt, dem viel tausendfachen des Normalwerts. Am Donnerstag, den 15. März um 19 Uhr, 4 Tage nach Beginn der Katastrophe, beschließt der Betriebsleiter des Kraftwerks, Masao Yoshida, den Kampf mit lediglich 50 Mann fortzuführen. Er wählte jene Männer aus, die mit ihm sterben sollten.
Wenn das erste Team starb, würden sie das zweite in den Einsatz schicken und so weiter. So konnten sie 10 Versuche unternehmen. Auch außerhalb des Kraftwerks ist die Lage dramatisch. Der radioaktive Dampf aus den Abklingbecken wird vom Wind in alle Richtungen getragen. Nicht nur Japan, sondern die ganze Welt scheint in Gefahr. Die Männer sollen weitere 9 Monate lang damit beschäftigt sein, die Radioaktivität einzudämmen. Die Arbeiter leiteten Wasser zum Corium, damit dieses abkühlte und sich nicht weiter in den Beton fraß. Die Armee flog Einsätze mit Hubschraubern, die Wasser abwarfen. Doch die Radioaktivität oberhalb der Reaktoren war so hoch, dass man nicht nah genug herankam. Es war, als würde man ein Feuer mit Hilfe eines Wasserglases löschen wollen. Die Arbeit ist höchst gefährlich und verlangt nach absoluter Präzision. Oberhalb der Reaktoren bleibt den Piloten nur der Bruchteil einer Sekunde, um das Wasser abzuwerfen. In Fukushima kommen insgesamt mehr als 5000 Helfer zum Einsatz, denen es schließlich gelingt, diesen atomaren Albtraum einzudämmen. Heute ist die Gegend um das Kernkraftwerk völlig verlassen. Die Gefahrenzone ist so groß wie 52.000 Fußballfelder. Alle Gebäude und der Erdboden müssen dekontaminiert werden. Man kann das radioaktive Material nur lagern. In der Region Fukushima wurden überall Schuttberge mit 22 Millionen Kubikmetern radioaktiven Materials aufgehäuft. Mehr als 660.000 Container voll. Was wird mit diesen zwischengelagerten radioaktiven Abfällen geschehen? Man sagt zwar, dies sei alles nur vorübergehend, aber niemand will sie. Daher wird dieser Müll für immer dort lagern. Zu den radioaktiven Abfällen zählt auch das Wasser, das zur Kühlung der Reaktoren bis heute eingesetzt wird. Seit 2011 hat TEPCO 350 Tonnen Wasser pro Tag dafür verwendet, das in bislang 580 Reservoirs gelagert wird. Dort befinden sich mittlerweile mehrere hunderttausend Tonnen radioaktiv verseuchten Wassers, der Inhalt von mehreren hundert olympischen Schwimmbecken. Das verstrahlte Wasser stellt eine große Herausforderung dar. Von den 7000 Arbeitern, die TEPCO für diesen Kampf eingesetzt hat, arbeitet etwa die Hälfte mit dem radioaktiven Wasser. Bislang ist es lediglich gelungen, das Abklingbecken von Reaktor 4 zu leeren. Doch um das Gelände zu dekontaminieren, müsste man das Material entfernen, welches am stärksten strahlt, das Corium. Wir wissen nicht, in welchem Zustand der Brennstab ist. Denn wir können noch immer nicht ins Innere des Gebäudes. Die Wissenschaftler müssen sich etwas einfallen lassen. Man hat viele Innovationen erdacht, die Bereiche zugänglich machen sollen, in denen die Strahlung für Menschen zu hoch ist. Man hat versucht, Roboter ins Innere zu schicken, die die Strahlendosis messen sollten, aber die Strahlung ist enorm hoch. Sie würde einen Menschen innerhalb weniger Stunden töten. Daher ist es zurzeit nicht möglich, jemanden dort hineinzuschicken. Selbst die Elektronik der Roboter hält eine so hohe radioaktive Strahlung nicht sonderlich lange aus. Dies ist eine technologische Herausforderung, die laut TEPCO frühestens in 40 Jahren gemeistert werden dürfte. Die Gesamtkosten werden auf eine Summe zwischen 200 und 400 Milliarden Euro geschätzt. Zudem sind die gesundheitlichen Schäden noch nicht abzusehen. Man geht davon aus, dass über 30 Millionen Japaner dieser Radioaktivität ausgesetzt waren und befürchtet im verstrahlten Gebiet 10.000 Fälle von Krebs innerhalb der nächsten 10 Jahre. Es wird hunderte von Jahren dauern, bis die Folgen dieser Katastrophe in der Gegend um Fukushima langsam verblassen. Und noch immer scheint die Lage dort außer Kontrolle.